Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Ganz herzlich willkommen zu meinem Liebeshoroskop im Monat April 2017. Mein Name ist Antonia Langsdorf und ich bin eure Astrologin und auch geboren im Zeichen Steinbock und ich möchte euch durch die Konstellationen des Monats führen. Auch im April stürmt vieles gleichzeitig auf die Steinböcke ein. In der Familie oder im Zuhause kann es hoch hergehen und gleichzeitig warten im Job viele Chancen aufzusteigen. Für euch wird das Thema Geben und Nehmen in der Partnerschaft besonders wichtig. Bevor ich darauf näher eingehe, hier noch der Hinweis, dass es auch diesmal wieder etwas bei mir zu gewinnen gibt. Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann bleibt bitte dran bis zum Schluss des Videos. Kommen wir jetzt zu eurem Erlebnishintergrund und das heißt, das sind die Aspekte, die längerfristig wirken oder den ganzen Monat über zumindest gleich stark wirken. Und da zählt diesmal auch die Venus dazu, denn die wird ja am 15. wieder direktläufig und steht da eine ganze Zeit in fast den gleichen Graden, so als würde sie sich am Himmel gar nicht bewegen und wirkt dadurch besonders stark. Und das Ganze passiert in einem guten Aspekt zur Steinbocksonne. Sie wird nämlich dann in den Fischen stehen ab dem 3. April und dann im Sextilaspekt, im guten Aspekt zu euch. Und das spüren besonders die Geburtstagskinder zwischen dem 22. und 25. Dezember. Das bedeutet, da wir ja auch schwierige Spannungen auf die Venus haben in diesem Monat, dass diejenigen, die diesen günstigen Aspekt haben, vielleicht ihren Freunden und anderen auch helfen können, die in einer Beziehungskrise stecken. Genau, und dann haben wir ja noch ebenfalls gut zur Steinbocksonne stehend den Neptun, den Romantikplanet Neptun, der jetzt viele Steinböcke besonders fantasievoll macht oder auch empfänglich für Fantasien wie gute Bücher, schöne Musik, interessante kulturelle Ereignisse. Und diesen angenehmen, besänftigenden und inspirierenden Einfluss spüren besonders diejenigen, die vom 1. bis zum 6. Januar Geburtstag haben. Die dürften merken, dass ihre Gedankenwelt jetzt reicher ist und fantasievoller und sie sich vielleicht auch besser in andere hineinversetzen können. Das kann natürlich beim Flirten oder im Gespräch mit dem Partner auch von großem Vorteil sein. Ja, dann gibt es eben jetzt diese super Spannung am Himmel und die wirkt ganz krass stark auf die Steinböcke ein. Und das ist die Spannung hier zwischen Jupiter und Pluto, zwei Schwergewichte des Sonnensystems. Pluto steht ja bei euch im Zeichen. Das wisst ihr ja sicherlich inzwischen schon alle, dass der viele Steinböcke in eine Wandlungskrise hineingebracht hat. Viele sind schon durch damit und haben sich bereits neu erfunden. Der Pluto steht ja jetzt ungefähr auf 19 Grad Steinbock, das heißt Ende zweite Dekade. Und diejenigen, die das noch vor sich haben, die spüren es vielleicht auch schon, dass vieles im Leben sich neu definiert, sich ändert. Viele Steinböcke gewinnen dadurch aber auch eine große Stärke, eine große Kraft, eine große Wirkung, das muss man auch sagen. Also diejenigen Steinböcke, die es eben auch gewöhnt sind, immer wieder in Krisen ihren Mann oder ihre Frau zu stehen, die spüren vielleicht auch einen Kraftzuwachs dadurch. Jetzt steht das Ganze aber eben in diesem Monat auch in Spannung zum Jupiter. Und das macht das natürlich besonders heikel und brisant, denn diese Themen, die ich angesprochen habe in der kosmischen Schwingung, ne, wo es zum Beispiel um Geld geht, darum, dass man plötzlich Schulden macht, dass man sich mit dem Partner darüber auseinandersetzt oder dass womöglich Freunde sich in die Beziehung einmischen, da könnt ihr eventuell im Mittelpunkt eines solchen Skandals stehen. Aber wie gesagt, die Venus steht ja auch ganz gut zu euch, vielleicht könnt ihr da auch ein bisschen ausgleichen, aber diesen Übertreibungsaspekt, den spüren eben in diesem Monat ganz besonders die Geburtstagskinder, die zwischen dem 12. und 18. Januar Geburtstag haben. Und die sind dann auch besonders empfänglich für diese kritische Phase zwischen dem 7. und 15. April. Achtet da gleich nochmal drauf, wenn ich darauf besonders eingehe. Oder hört euch das auch nochmal in der kosmischen Schwingung an. Aber natürlich können auch die anderen Steinbock-Geborenen das deutlich spüren, wenn sie eben andere Planeten vielleicht auf diesen kritischen Graden stehen haben, die dann diese Aspekte auch empfangen. Ja, jetzt gehen wir den Monat durch, angefangen mit dem letzten Neumond, der thematisch so ein bisschen vorgibt, wo es für euch im April lang geht. Und der spielte sich jetzt auch noch für euch im Haus der Familie ab, wo sowieso ja schon seit längerer Zeit Uranus für Unruhe sorgt. Und jetzt habt ihr eben diesen Neumond am 28.03. Das ist vielleicht eine Gelegenheit, darüber nochmal nachzudenken,
was ihr vielleicht ändern wollt oder was da alles auf euch zukommt. Ich habe zum Beispiel ständig Besuch, ständig Anfragen von Leuten, die in meinem Gästezimmer übernachten wollen. Ich meine, ich finde das auch sehr positiv, aber es kommt auch immer wieder mal vor hier mit dem Uranus, der jetzt bei mir persönlich auch noch gerade genau im Quadrat steht zu meinen anderen Planeten, dass ich dann Pläne über den Haufen werfen muss. Dann hat sich der eine angemeldet, dann reist der plötzlich wieder ab und dann hin und her und so. Und da muss man einfach ein bisschen flexibel bleiben. Also ich fand das jetzt nicht besonders schlimm, aber es können auch Situationen sein, die ein bisschen heftiger sind, je nachdem, was ihr für sonstige Konstellationen habt. Und deswegen seid da mal so ein bisschen drauf gefasst und ihr könnt ja dann den Neumond nutzen, um darüber nochmal nachzudenken, wie ihr mit solchen Situationen umgehen wollt. Aber es sind jetzt nicht nur Besuche, es können auch Sachen sein, die mit euren Kindern zu tun haben oder eben auch mit eurer Wohnsituation, ja, dass da plötzlich Geräte ausfallen, das ist mit Uranus typisch, dass ihr da was erneuern müsst oder wenn ihr einen Garten habt, ne, dann werdet ihr da jetzt sehr viel zu tun haben im April. Also schaut mal, was es für euch bedeutet und lasst euch am besten drauf ein. Es hat nicht viel Zweck zu versuchen, das zu verdrängen, denn diese Sachen müssen erledigt werden. Das ist ganz wichtig. Okay, ja, und dann startet ja eben auch der Monat selber weiterhin mit vielen Planeten bei euch im vierten Haus. Sonne im Widder, Uranus im Widder, die rückläufige Venus im Widder. Merkur ist aber dann schon im Stier und damit in einem günstigen Aspekt zur Steinbocksonne. Das ist ja wieder ganz angenehm. Und der Mars eben auch. Das ist halt super für euch. Mars im fünften Haus ist auch eine gute Konstellation für Sport oder eben auch, wenn ihr einen Partner habt, dann habt ihr jetzt auch bestimmt besonders viel Lust auf schöne Zeiten zwischen den Laken. Und dann kommt noch dazu, dass in den Anfangstagen des Monats der Mars dann auch noch im Trigon zu Pluto stehen wird, der ja bei euch hier im ersten Haus steht. Und das ist eine sehr kraftvolle Konstellation, eben auch für tolle Erlebnisse in der Sexualität. Aber dran hängt hier eben der Jupiter, der dann wieder anzeigt, dass es vielleicht auch Probleme gibt, einfach deswegen, weil ihr gleichzeitig auch die Möglichkeit habt, in der Karriere aufzusteigen und deswegen nicht genug Zeit habt oder der Partner sich zurückgesetzt fühlt. Da kommen wir aber gleich noch drauf. Trotzdem ist das ein super Aspekt für euch. Also vielleicht könnt ihr es auch umgekehrt lösen, indem ihr einfach sagt, okay, wenn der Partner sich beschweren will, dann wird er jetzt einfach mal ins Bett geschmissen und abgelenkt. Das wäre eine gute Möglichkeit. Ne? Und insofern, also das macht euch ein bisschen zum Sexguru hier, diese Konstellation. Und ist auch für experimentierfreudige Steinböcke, die vielleicht mit Internetbekanntschaften unterwegs sind, eben, dass sie sich auch mal ruhig drauf einlassen und sich da mal was trauen und da mal ein bisschen Spaß haben. Ihr müsst natürlich immer im Hinterkopf haben, all das, was ich in der kosmischen Schwingung schon gesagt habe, ne, dass man vermeiden sollte, dass Gefühle verletzt werden, dass Dritte beteiligt sind, oder eben, dass vielleicht andere eine versteckte Agenda haben. Das müsst ihr natürlich im Auge behalten. Aber es ist anzunehmen, dass ihr jetzt hier die Stärkeren seid. Ja, mit Pluto Mars habt ihr natürlich eine unglaubliche Power und die solltet ihr natürlich auch weise und freundlich einsetzen. Die kann euch aber natürlich auch beruflich helfen. Genau, und dieses aufregende Trigon, das wirkt bis zum 6. April. Und dieses gesamte schöne Trigon von Mars zu euch ist bis zum 8. April in der zweiten Dekade und bis zum 22. April dann in der dritten Dekade. So, dann habe ich hier gleich am 3. auch einen Top-Tag für euch, weil nämlich dann gleichzeitig der Mond hier im Krebs steht. Hier einen tollen Aspekt bildet und eben hier dann, wie gesagt, diese Mars-Geschichte, da kann also eine romantische Begegnung sich ergeben, die dann auch ziemlich schnell im Bett endet, je nachdem, was ihr dann da auch für ein Temperament entwickelt. Genau. So, dann geht am 3. ja auch die Venus für euch zurück ins dritte Haus, in die Fische. Das ist eben auch ja dann positiv für den Steinbock. Und dann gibt es am 7., obwohl da die kritische Phase anfängt, trotzdem auch nochmal einen Top-Tag für euch. Einfach deswegen, weil der Mond hier den Mondknoten auslöst und der steht ja für Begegnung mit Seelenpartnern und gleichzeitig hier guter Aspekt zu Merkur, die wiederum gut für euch steht. Das heißt, da könnt ihr wirklich ins Gespräch kommen mit jemandem, vielleicht über eine Fortbildung oder über Fortbildungsthemen wegen 9. Haus, vielleicht auch wenn ihr auf Reisen seid. Könnt ihr da schon jemanden kennenlernen, der sich vielleicht als sehr, sehr interessant für euch erweist?
Genau, und der Samstag ist dann auch noch toll, ne? Also dieser Freitag, der 7. und Samstag, der 8. sind für euch persönlich Top-Tage, obwohl da, wie gesagt, auch diese Konstellation hier anfängt, sich zuzuspitzen. Wenn ihr das auseinanderhalten könnt, wunderbar. Da würde ich jetzt hier für euch deuten, sozusagen, ihr steht da im Auge des Sturms, weil hier ist eben, guck mal, wie das hier aussieht, gerade auch an dem Tag, ne? Die ganzen Aspekte, die hier auf den Pluto gehen, gleichzeitig dieser Power-Aspekt vom Mars her und dann aber eben auch diese Spannungen von der Sonne und dem Jupiter, die euch auch dazu verleiten können, es komplett zu übertreiben, obwohl ihr ja normalerweise auch sehr bodenständig seid. Wenn ihr da gelassen bleiben könnt, wie ich es auch in der kosmischen Schwingung gesagt habe, wenn ihr es also da schafft, wirklich vernünftig zu bleiben und mit Reife und Gelassenheit an die Situation heranzugehen, dann kann das für euch auch eine sehr, sehr spannende Zeit sein. Ja, es kann wirklich auch sein, dass ihr da alle gleichzeitig was für euch wollen und ihr steht wie im Auge des Sturms und da ist es ja ruhig. Ne? Im Auge des Sturms selber, der Sturm tobt drumherum, im Auge des Sturms rüber ist es ruhig und da seid ihr. Und wenn ihr dann diese Ruhe findet und dann plötzlich merkt, welche Fäden ihr ziehen müsst, um die Sache in eine gute Richtung zu bringen, dann seid ihr natürlich ganz vorne mit dabei. Das würde ich mir für euch und natürlich für mich selber wünschen in dieser Zeit. Vielleicht muss man aber auch einfach nur alles Mögliche unter einen Hut bringen und es sind ganz einfache, praktische Sachen. Muss ja auch gar nicht so eine große Sache sein. Genau. Dann 8.4. beginnt ja dann auch langsam diese Phase, wo eben die Venus hier diesen Spannungsaspekt zu Saturn bildet. Das heißt, für euch könnten romantische Gespräche oder romantischer Austausch ins Stocken kommen. Und eventuell gibt es da auch geheime Mächte im Hintergrund. Ne? So habe ich mir das aufgeschrieben. Geheime Mächte. Also Saturn steht ja für euch im 12. Haus. Und da seid ihr vielleicht auch betroffen davon, dass jemand im Hintergrund, vielleicht ein kritischer Freund, vielleicht auch ein kritisches Familienmitglied, versucht irgendwelche Fäden zu ziehen, weil ihr vielleicht irgendwas getan habt oder tut, was die Liebe angeht, was jemandem nicht gefällt. Also da müsst ihr darauf achten tatsächlich. Ne? Wenn ihr merkt, da scheint noch jemand die Finger im Spiel zu haben, dann schaut da mal genauer hin. Denn eigentlich darf sich jetzt nicht einfach jemand Außenstehendes da bei euch so einmischen. Ne? Kann aber passieren. Dann wird ja auch der Merkur am 10. noch rückläufig, dann bei euch im 5. Haus. Könnte also sein, dass Kreativprojekte ein bisschen ins Stocken geraten oder nochmal in Frage gestellt werden. Naja, und dann kann es auch Missverständnisse geben, hier im Bett vielleicht. Aber da würde ich dann einfach sagen, nicht so viel reden, lieber machen, was ja auch sowieso eure Devise ist meistens. Und dann kommt eben diese Zeit, wo die Venus wie im Stillstand ist, vom 15. bis zum. Ach, habe ich den Vollmond erwähnt? Nee, den muss ich auch noch erwähnen. Genau, der Vollmond wirft dann auch nochmal ein Schlaglicht auf diese Themen Familie. Und hier scheint ihr euch aber dann eher in der Karrieregeschichte wohlzufühlen. Aber wahrscheinlich, das ist ja eigentlich auch in der Osterferienzeit, also vielleicht habt ihr da ja einfach auch frei und wiederum mehr Zeit, euch um die Familie zu kümmern. Das wird euch dann der Vollmond vielleicht sagen, in einer Inspiration. Genau, und dann waren wir jetzt am 15. stehen geblieben. Da beginnt diese Phase, wo die Venus in dieses unangenehme Quadrat zu Saturn geht. Das ist natürlich für euch auch schon sehr wichtig, weil ihr einfach Saturn gesteuert seid als Steinböcke. Und da kann es wirklich diese Themen geben. Ne? Bekommt ihr genug? Bekommt euer Partner genug von euch? Wobei ich wage zu sagen, dass wahrscheinlich der Partner eher derjenige ist, der vielleicht denkt, dass er nicht genug von euch bekommt, weil ihr eben anderseitig so unglaublich eingespannt seid in der Zeit. Und dann müsst ihr wirklich auch die Nerven bewahren und nicht wütend werden, weil aus eurer Sicht versucht ihr natürlich das Beste möglich zu machen, aber es kann trotzdem sein, dass es für den Partner nicht genug ist. Deswegen kann sein, dass ihr auch euch hinsetzen müsst und das in Ruhe besprechen und einfach gucken, wie man das in den nächsten Wochen auch gut gestalten kann. Genau. So. Am 19. geht ja dann die Sonne in den Stier, 19. spätabends und damit für euch wieder in einen sehr guten Bereich des Horoskops. 5. Haus ist immer top. Toller Aspekt zur Steinbocksonne, Vitalität, Lebensfreude, Sexualität, das wird alles gestärkt jetzt.
Und ist auch für die Steinböcke gut, die sich präsentieren, sei es auf der Bühne oder im Job. Es beginnen dann auch 4 gute Wochen. Und am 20. geht der Merkur wieder rückläufig ins Zeichen Widder, also auch nochmal in Spannung zu eurer Sonne. Da kann es dann auch Verständigungsprobleme in der Familie geben. Und dann am 21. oder 22., 22. rum wird der Mars dann aus dem Stier rausgehen und bildet dann einen etwas schwierigeren Aspekt zur Steinbocksonne und geht in euer Berufshaus. Also es kann auch sein Jobhaus, ne? Das heißt, ihr kriegt dann neuen Schwung am Arbeitsplatz, aber da ist auch ein gewisses Konfliktpotenzial dann drin und das betrifft die erste Dekade. Ein Top-Tag ist für euch der Neumond am 26. April, denn der findet eben auch für euch hier im 5. Haus statt. Also ihr habt dann Zeit, mal drüber nachzudenken, was ihr euch in den folgenden 4 Wochen an Lebensfreude gönnen wollt, der Lebensfreude mehr Raum geben, mehr Spaß, mehr Sport, mehr Feiern. Das steht dann alles für euch im Mai an. Insofern dürfte euch der Mai, für euch der Mai dann ein echter Wonnemonat werden. Genau, am 28. geht die Venus dann wieder zurück ins Zeichen Widder im Vorwärtsgang. Das heißt, da kommt dann mehr eine liebevolle Energie auch dann zu Hause rein, sei es, dass ihr Lust habt, euer Heim zu verschönern oder ihr eben auch wieder liebevollere Gespräche führen könnt, falls es vorher ein bisschen schwierig war. Das ist auch ganz günstig dann für euch. Na, und gleichzeitig steht dann hier der Merkur genau in Konjunktion mit dem Uranus. Das heißt, da hat man sehr kühne Ideen. Aber es könnte sein, dass die auf Unverständnis in der Familie stoßen, weil der Merkur noch rückläufig ist. Deswegen vielleicht bis zum 3. Mai abwarten, wenn ihr eine neue Idee, sei es für eine Unternehmung oder für eine Renovierung oder sowas zu Hause habt, dass ihr dann auch Unterstützung dafür kriegt. Genau, und zum Tanz in den Mai steht der Mond günstig für euch, weil er für euch im Partnerhaus steht, im Krebs. Deswegen, wenn ihr da was vorhabt, dann solltet ihr auf jeden Fall ausgehen und Spaß haben. Soweit die Konstellationen für euch im Monat April. Und vielleicht möchtet ihr ja noch mal eine Frage zu eurem Horoskop stellen. Das könnt ihr tun in meinem Webinar Antonias Sterne. Der nächste Termin wäre am 24. März jetzt. Oder ihr schaut einfach mal auf meiner Webseite, was ich da noch so an Terminen habe. Oder auch, wenn es darum geht, bei mir in meiner Akademie Astrologie zu studieren. Und jetzt kommen wir zur Verlosung. In diesem Monat verlose ich ein schriftliches Horoskop, ein Liebeshoroskop für euch und jemanden, der euch am Herzen liegt. Das ist ein Horoskop, was ich mal entwickelt habe. Da habe ich die Texte für verfasst und die werden dann vom Computer für euch passend zu den Aspekten zusammengestellt. Bekommt ihr dann ein PDF von mir. Und wie immer wünsche ich mir, dass ihr dafür meinen Kanal abonniert und mir einen schönen Kommentar postet. Dann seid ihr in der Verlosung dabei. Und wenn ihr eine Beratung vielleicht mal für euch persönlich braucht, findet ihr auch jetzt alles ganz toll auf meiner neuen Webseite. Da könnt ihr euch was aussuchen, was ihr bei mir buchen wollt und könnt direkt buchen und auch online bezahlen. Und dann kriegt ihr von mir eine E-Mail und wir vereinbaren einen Termin. Es funktioniert ganz wunderbar und ich habe auch schon ganz viele Buchungen. Es macht richtig Spaß. Und ich verabschiede mich mit Videotipps fürs nächste Sternzeichen oder auch, dass ihr mal die ganze Playlist, dass ihr da mal reinschaut. Und wünsche euch alles Gute mit den Sternen.